Willkommen zurück zu Deltarune, Kapitel 2. Wir haben beim letzten Mal die Königin höchstpersönlich besiegt und die dunkle Fontäne von Kapitel 2 versiegelt und konnten somit wieder zurück in unsere Stadt kehren, wo wir jetzt neue Bewohner eingepflegt haben. Ich würde sagen, wir starten mal damit, indem wir einfach mal mit allen quatschen und wir fangen einfach ganz unten an, bevor wir uns in der Stadt umsehen, denn hier gibt es ja noch zwei Abbiegungen. Ach, der Hacker ist da. Vielen Dank für die liebliche Stadt. Es ist fast so gut wie die, die ich in Minecraft gemacht habe. Natürlich. Ich muss noch 10.000 Blöcke farmen von Bubsidian, um meinen Hund in 3 Farben zu machen. Natürlich, das ist wichtig. Da ist ein Loch in der Wand, da ist aber nichts drin. Der Dreck auf dem Boden sieht aus, als hätte ihn jemand poliert. Sieht aus, als kümmert sich hier wirklich jemand ums Detail. Da hat sich jetzt nicht super viel verändert seit dem letzten Mal. Außer natürlich, dass der Hacker da rumsteht. Hier sieht es auf der rechten Seite aus. Da hat sich jemand eingerichtet. Ach, guck mal, die haben hier einen Laden hier hingesetzt. Wir bauen hier jetzt ein Gebiet auf, das ein bisschen brettartiger aussieht. Die Ponmen werden sich auch darüber freuen. Alles klar, viel Spaß da vorne. Gucken wir erstmal bei den Kollegen rein. Willkommen in unserem Musikraum. Wir verkaufen nichts. Musik, Lancer, reden. Machen wir Musik. Ach, hier ist wirklich ein Soundtest in dem Sinne. Das heißt, wir können jetzt Cyber Sword so viel hören, wie wir wollen. Guter Song. Wir hängen jetzt mal nicht zu viel hier rum. Lancer, was sagt er denn so? Ach, guter Song. Der Lancer-Song. Nice. Okay, läuft. Reden. Schöne Stadt, Chef. Ich glaube, wir mögen es hier. Coole Stadt. Als Dankeschön kannst du dir hier alle möglichen Songs anhören. Aber glaub nicht, dass es billig sein wird. Es ist umsonst. Was? Natürlich. Bang, boom, crash. Ja, ja, wir sehen euch irgendwann mal wieder. Mr. Raupus Kapitel 1 ist hier. Ich bin ein Wurm. Ich verstehe keine Steuern und Werte. Das tut mir leid für dich. Wer hat das mit meinem Mannequin gemacht? Als euer Prinz verlange ich, dass das jemand wieder in Ordnung bringt. Hört hier jemand zu? Ich habe zugehört! Schrei nicht von der anderen Seite der Stadt! Hey Lancer! Hey Susi! Wo ist Lancer? Sieht aus, als kostet es Geld, einfach nur ein freies Beispiel zu bekommen. Oh, come on. Dieser Ort hat großartige Deals und es gibt alle möglichen neuen Kunden. Willst du ein freies Exemplar nur 4,99? Versuch einen Bissen aus diesen Klamotten. Der kauft Ralters Klamotten zu essen. Cool. Wie sieht's hier vorne an der Tür aus? Ach, guck mal, Bloxer ist hier. Was hast du denn gemacht? Ich habe trainiert. Aber frag mich nicht, was ich trainiert habe. Okay, Bloxer, ich gehe. Es sieht wunderschön aus, was er da gemacht hat. Ich glaube, fast so einen Bloxer können wir nicht bekämpfen. Ja, dann reden wir doch noch hier mit den einzelnen NPCs. Oh, willkommen zu Hause. Die Dinge haben sich in Alextown ganz schön verändert. Das ist ein Traum, der mit Liebe und mit Kümmern immer weiter wächst. Hab keine Angst zu träumen. Aha. Ich frage mich, ob sie zurückkehren wird. Ey, Boss. Wir unterhalten uns gerade darüber, wie wir gegen dich gekämpft haben. Sicherlich macht er das mal. Haha, ja, das ist richtig. Sie haben so lange gebraucht, um ihren Zug zu machen. Was? Ein gehörntes Mädchen? Die habe ich nie gesehen. Korrekt, war nicht in Kapitel 1 unterwegs. Was gibt's denn im Party-Dojo? Hat sich hier irgendwas getan seit dem letzten Mal? Ja, da steht auf jeden Fall mindestens ein neuer NPC. Wer ist denn der große, dunkle und irgendwie gruselige Person? Du meinst den Werewire? Ihr Hals sieht irgendwie so flauschig aus. Das soll mich jetzt stören? Sie möchte ihr Gesicht daran reiben. Okay, viel Spaß. Hi, Werewire. Sieht so aus, als hätte es dir nicht vergeben, dass du es gesperrt hast. Was? Außer du kannst es nochmal in einem Kampf besiegen. Also kriegen wir noch einen Kampf dagegen, ja? Ein Traum.
Mein Powerlevel fällt hinter das der anderen. Alles, was ich jetzt machen kann, ist, ist Luft zu schnappen, während ich die Kämpfe kommentiere. Armer Bloxer. Hat der Hilfemann irgendwas Neues? Er ist der Kampfmeister. Sieht nicht so aus. Irgendwas Neues im Loch? Naja, das sind immer noch genau die gleichen Dialoge wie vor dem Aufbruch. Immer noch ein Bett für drei Leute. Auch das ist gleich geblieben, Herr Kollege. Ey Boss, wie kann ich dir helfen? Gibt's neue Challenges? Ja, es gibt neue Challenges. Es gibt jetzt Task Manager Says. Gewinnen ist so leicht wie ABC. Du hast drei Chancen, Boss. Okay, dann kämpfen wir gegen Task Manager. Chaos, Chaos! Nein, nein, Order, Order! Wir haben ja gar nicht so richtig gegen Task Manager gekämpft, als wir Task Manager das letzte Mal gesehen haben. Wir haben den Kampf übersprungen, dadurch, dass wir das Quiz richtig gemacht haben. Und jetzt spielen wir Task Manager Says. Okay, verstehe. A, B. Da muss ich mich gegebenenfalls ein bisschen gleich konzentrieren, wenn es mehr als zwei Befehle sind. Das ist natürlich ein bisschen nervig, aber kriegen wir schon hin. D und B. Ich glaube, man hat hier genug Zeit. Cup. Jo. D, B, C. D, B, C. B, D, B. B, D, B. C, D, B. Aua. Ah, ich habe einen Fehler gemacht. Nein. C, D, A. C, D, A. D, C, D. D, C, D. A, D, A. A, D, A. C, D, A. C, D, A. Okay. Das war's? Das war relativ simpel. Ein unglaublicher Kampf! Wie versprochen ist hier deine Belohnung. Du hast 250 Dark Dollars erhalten. Cool. Money, money. Hey Boss, kann ich dir helfen? Kapitel 2 All-Stars. Dafür gibt's einen Tension Gem. Stelle dich allen in einer Reihe. Es wird ein bisschen Ausdauer brauchen. Okay. Ach, die Werewires. Round 1. Die sind erstmal müde. Das heißt, wir können sie auch eigentlich direkt sparen. Pacify. Psst. Einmal müssen wir ausweichen. Oh, solange es nur der Angriff ist, soll mir das recht sein. Ist halt nur ein Werewire-Kampf, ne? Sperren, sperren und pacifieren. Haben wir das schon mal gemacht. Runde 2. Ach Gott, was eine Truppe. Okay, das Pop-Up können wir blocken. Dann kann Susie das Pop-Up sperren. Und Rolsey kann schon mal eine R-Action gegen Viro Viro Kun machen. Geblockt! Nicht alle wissen das, aber Kriminalität ist schlecht. Wusstest du das schon? Wow. Cool. Gut gemacht, Ralsei. Die machen beide Geschosse von der Seite. Ah, die kombinieren sich? Das ist ja lustig. Beziehungsweise, die kombinieren sich nicht, die canceln sich sogar aus. Viro Viro-Kun schwitzt verdächtig. Viro Viro-Kun ist auf 50%. Dann kann Christy Ambulance... das ist ja nervig. Na gut, Chris kann die Ambulance avoiden und Ralsei kann sie dann... Kümmert sich erstmal um Viro Viro-Kun. Du kannst Viro Viro-Kun, spam Ambulance? Nein, als ob Doctors mich überhaupt verstehen. Ja, genau. So, der ist schon mal 100%. Bei ein Wii ist es auch ein Wu. Jetzt müssen wir nur den Ambulances ausweichen, die gerade von Pfeilen niedergemäht werden. Lustige Kombi mit den beiden. So, gesperrt. Gesperrt. Nächste Runde. Runde 3. Tasks und eine Maus. Erstmal Soft Voice, damit wir die Tasks sperren können. Rolsey hat mit den Gegnern freundlich geredet. Hier ist schon okay, kleine Katze. Ja, es ist doch, wie er normalerweise redet. Miau, 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 miau. Die Maus ist immer ein bisschen nervig in Kombination mit anderen Kombinationen, wenn man versucht, anderen auszuweichen und die Maus einem einfach folgt. So, dann kann Chris den Task sperren, Susie kann der Maus auf den Keks gehen und dann sollte Rolsey in der Lage sein, die Maus zu sperren. Susie ist auf alle Viere gekrabbelt und hat die Maus wie ein Tier gejagt.
Chris Bert in Task, Rolls ist Bert die Maus. Runde 4, mein Gott, sind die bunt. Die Swatchlings. Okay, es würde fast mehr Sinn machen, sie nach Blau zu färben, aber ich finde die in Rot eigentlich immer cooler. Also Warmifying war sie lieber. Du machst, S-Action half warm und machst den hier schon mal wärmer. Und Rolsey, du tanzt. So. Der ist schon mal rot. Susi sagt was über Explosionen und dadurch ist er ein bisschen gelber geworden in dem Fall. Willkommen, junger Meister. Wir haben Attack Patterns. So viele Kombi Patterns. Okay. So, dann werden wir den da mal warmifyen. Und du kannst den da half warm und Ralsei, du tanzt. Und ist auch gelb. Dann ist der orange. Ist ein bisschen wärmer geworden, das ist jetzt orange. Wie wär's mit ein paar Orangenschalen? Okay, der. Ah! Der hier rumspringt, ist weg. Dafür sind jetzt mehr Vögel in den Dingern drin. Die Swatchlings passen ihre Sättigung an. Ja, dann können wir den dann nochmal warmifyen. Und dann können wir den da half warmen. Sind wir dann schon durch? Rolsey kannst du schon sperren. Okay, der ist rot. Und der ist auch rot. Perfekt. Alle gewarmified. Dann kann Rolsey schon den ersten sperren. Vielen Dank, junger Meister. Tut tut, das sieht nach Schmerzen aus. Jetzt sind wir wieder bei dem Angriffsmuster mit den anfliegenden Vögeln. Das mag ich eigentlich viel lieber insgesamt. Und dann können wir sie sperren. Irgendwie fehlt mir dann noch der Werewire. Da sind sie. Finale Runde gegen zwei Werewires sogar. In der Story haben wir überhaupt nicht gegen zwei Werewires gekämpft. Okay, dann sind wir mal nett zu denen. Und danach können wir sie hoffentlich anderweitig überzeugen. Susi hat gelacht, hä? Ah, Jesus Christ. Angriff von denen zu schnell. Okay, where, Shuffles. Dann sind wir nochmal Sweets. Und. Ah, wobei. So. Ist das auf beide oder ist das noch auf einen? Ah, es ist auf beide. Okay, ja, dann lassen wir das so. Dann sind wir nochmal Sweets. Und dann kann Susi ihn hier R-Actionen. Hä? Aua. Okay. Dann sind wir mal tough und dann sollte Rolsey den da hoffentlich sperren können. Du sagst im Werewire, dass du es vermöbeln wirst. Und die Luft knackt mit Kampfgeist. So, jetzt haben wir nur noch einen übrig. Ein bisschen angenehmer. Ah! Jedes Mal wisch von denen. Zack. Und machen wir eine R-Action, weil der hat noch überhaupt nichts drauf. Das Werewire, das vermöbeln wirst. Rolsey hilft auch mit. Oh, so viele Lasers. Au! Diesmal sind sie deutlich weiter durch uns durchgegangen. So, dann sind wir nochmal tough und dann sperren wir es. Dann sollte es eigentlich gewesen sein. Du erzählst Werewire, dass du es wieder vermöbeln wirst. Und Rolsey hat es gesperrt. Sehr gut. Dann, ein unglaublicher Kampf. Wie versprochen ist hier deine Belohnung. Du hast einen Tension Gem erhalten. Cool, ich denke, wir können noch jede Menge basteln. Ah, was für ein wunderbarer Ort. Vielen Dank. Diese Stadt... diese Stadt, nicht das Restaurant. Es sieht merkwürdig aus und ich gehe nicht rein. Okay, dann bleib draußen. Happy ist glücklich, so viele neue Gesichter zu sehen. Happy ist happy. Alles klar, Hathi. Es freut mich, dass du happy bist. Hey, Top Chef. Mamma mia. Ich wurde abgelehnt von dem Café. Was soll ich jetzt tun? Ich kann immer nur einen Spin-Cake machen, okay. Gibt keinen Spin-Cake. Oho, ich bin Chef Lancer. Ich versuche meine handgemachten Kekse. Sind umsonst für einen Preis, ja, das kennen wir schon. Nimm einen Keks, Dash. Du hast hier schon einen Cookie genommen. Ja, okay. Hat sich nicht wirklich was getan. Wir müssen, bevor wir mit ihm reden, erstmal in unsere Storage ran. Storage, dann...
tun wir mal... was brauchen wir überhaupt alles? Wir haben hier das Tension Gem. Können wir den Dog Dollar in irgendwas verwandeln? Haben wir nicht Dinge aufgehoben, die wir hier verbrauchten? Mehr als wir hier haben, oder waren das alles irgendwelche Ausrüstungsgegenstände, die sowieso immer in unserem Inventar sind? Naja, willkommen in der Top-Bäckerei. Lass mich mal einmal fixen. Waren wir eben geheilt von dem Kampf. Wobei wir gerade eher in einem Savepoint waren, aber ich will, dass der uns mit seinem Quietschhammer vermöbelt. Dann chatten wir mal. Brot, was ist diese Technik? Ja, kennen wir schon. So, Silver Cards hatten wir schon. Twin Ribbon können wir neu machen. Dann müssen wir unsere Haare in zwei Zöpfe binden. Okay, dann gib uns mal einen Twin Ribbon. Hu, ha! Fühle meine Technik! Du hast das Twin Ribbon erhalten. Okay, dann können wir Iron Shackles und Glow Wrist kombinieren. Dafür müssen wir ihm die aber erstmal abnehmen. Beziehungsweise ihr, nicht ihm. So, Spike Band. Ein schwarzes Armband voller Spikes. Hat eine Tendenz, sich selbst festzusetzen. Okay. Quietsch. Du hast einen Spike Band erhalten. Haben wir sonst noch was? Wir können Tension Bow machen aus der Big Shot Bowtie und dem Tension Bit. Hab ich das Tension Bit nicht dabei? Tension Gem. Hatten doch ein Tension Bit, oder? Haben wir kein Tension Bit? Hat sich das Tension Bit in ein Tension Gem irgendwann verwandelt? Storage, Tension Gem. Doch, da ist es doch. Ich bin blind. Das ist direkt das erste Item in der Storage, mein Gott. Okay. Dann fusionieren wir unsere Big Shot Bowtie mit dem Tension Bit. Hu, ha! Fühle meine Technik! So ein Tension. Eine Tension-Schleife erhalten, schätze ich. Wahrscheinlich eine Tension-Krawatte. Weil das Twisted Swords, eine merkwürdige Klinge, können wir nicht machen. Wir haben weder einen Thorn Ring noch einen puren Kristall. Das klingt jetzt auch eher nach was für später. Vielleicht ist das auch irgendwie ein Secret. Für ein anderes Mal. Okay. Dann müssen wir mal eben unser Equip überarbeiten, schätze ich. Wir haben einen Tension Bow. TP Gain. Kriegt 10% mehr Tension davon, dass du an Bullets vorbeischrabberst. Hat aber nicht viel Verteidigung drauf. Sonst. Joa. Hält sich das in Grenzen, schätze ich. Wir haben das Spike Band. Ah, ist auch nicht so geil, wa? Aber es hat halt Angriff. Ja, es hat halt Angriff. Das ist die Sache. Wenig Verteidigung, keine Ability. Gibt uns Power dazu, wenn wir wirklich mal mehr Angriffspower brauchen sollten. Hm. Der Tension Bow ist genauso gut wie die Silver Cards, nur halt mit TP Gain drauf. Was jetzt allgemein natürlich keine schlechte Sache ist. Mehr von dem Zeugs zu kriegen. Jetzt haben wir Grace Time und TP Gain, was natürlich eine nette Sache ist. Außerdem ist es immer noch eine schlechte Idee, diese Waffe zu tragen, wie ich höre. Was ist mit dir? Du hast den Dealmaker und den royalen Pin. Du kannst doch sicherlich das Twin Ribbon nehmen. Grace Area hoch. Hat allerdings dafür einen Magie weniger, aber ich schätze, damit können wir leben, wenn wir dafür besser an Bullets vorbei schrabbern können. Insgesamt ist das eigentlich eine nette Sache, ne? Nur Chrissy hier hat keine ordentlichen Fähigkeiten. Haben wir noch irgendwelche Fähigkeiten zu vergeben? Nur die Silver Card. Aber das käme auch mit entsprechenden Stat-Verlusten, weil wir dann den Javel's Tail oder so wegtun müssten. Der Royal Pin hat halt bessere Stats, ne? Was soll man da sagen? Okay, dann war's das so, schätze ich.
Reitze ist verdammt hoch in der Defense und Susi jetzt verdammt niedrig in der Defense durch aktuelle Veränderungen. Aber dafür hat Susi zwei ordentliche neue Fähigkeiten dazu gekriegt. Naja, und für den Notfall können wir hier umrüsten, um Susi wirklich Angriffspunkte zu geben. Ich schätze, wir sollten mal ein paar Sachen verkaufen. Willkommen, Reisende. Ja, hi, ich würde gerne mal kurz ein paar Sachen verkaufen. Also wir haben den Ragger 2 noch, den behalten wir, glaube ich, erstmal. Das Pookie Sword kann jetzt, glaube ich, weg. Und der Dainty Scarf, wüsste ich jetzt auch nicht, wie man den noch brauchen sollte. Die Brave Eggs tun wir auch mal weg. Die beiden behalten wir mal noch, der Vollständigkeit halber. Die Silver Cards, davon haben wir noch zwei. Ich meine, die bringen jetzt eh nur plus 5, die haben wir jetzt schon aussortiert, tun wir sie weg. Der Royal Pin ist insgesamt eigentlich ganz cool. Die Frayed Bowtie kann garantiert weg. Das Dice Brace kann ziemlich sicher weg. Den Mannequin behalten wir mal noch, würde ich sagen. Vielleicht wird das Ding nochmal in irgendeiner Form relevant. Ich weiß es nicht. Aber man weiß ja nie. Glow Wrist. Chainmail Spike Band. Was war noch gleich mit der Chainmail? Hatte die irgendwas Spannendes? Ja, wir sehen uns oder auch nicht. Die Chainmail hatte einfach nur halbwegs ordentliche Verteidigung, schätze ich. Ist auf jeden Fall nicht das Beste, was wir haben. Also die Chainmail kann eigentlich auch weg. So, hast du irgendwas Neues, mein Freund? City Bagels, ja, er hat City Bagels im Angebot. Und immer noch Ember Cards und neue Spooky Swords, wenn wir es zurückhaben wollen. Ist ja beruhigend zu wissen. Ja, dann reden wir nochmal mit dir, Kollege. Nun, was haben wir denn hier? Du hast noch einen weiteren Schattenkristall gefunden. Ist das so? Dieser Verkäufer hatte den Kristall gefunden in einer alten Maschine. Ich frage mich, ob vielleicht vor einer langen Zeit diese Maschine irgendjemandem sehr wichtig war. Vielleicht ein gewisser Leitner oder vielleicht ist das auch nur seine Eingabe. Na, wie dem auch sei. Es ist wirklich schade, dass ein Darkener sich entschlossen hat, diese Kraft zu stehlen. Oder vielleicht ist es Glück, denn deswegen hast du einen neuen Kristall gefunden. Hier, lass mich das für dich nehmen. Du hast bis jetzt zwei Schattenkristalle gesammelt. Aber pass weiterhin auf. Ich habe das Gefühl, dass dein nächster Feind... Tatsächlich könnte es unmöglich sein zu gewinnen. Außer du nutzt die Kraft des Schattenmantels. Hier, sieht vielleicht aus wie ein altes Stück Stoff, aber... Ich kann ihn nicht finden. Hat ihn jemand genommen? Naja, nun, da geht deine einzige Chance auf den Sieg dahin. Cool, danke. Dann sagt er das Gleiche. Ja, spannend. Spannend, spannend, spannend. Danke, dass du Queen beseitigt hast. Ah ja, diese Form hier ist viel cooler, also behalte ich sie. Natürlich, die Wareware haben Spaß. Ja gut, wir haben immer noch ein kleines bisschen übrig von der Stadterkundung. Wir speichern erstmal an dieser Stelle und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir den verbleibenden Teil der Stadt erkunden werden und wahrscheinlich wieder in die reale Welt zurückkehren. Bis dahin. See ya.